bist, herzlich willkommen zu meiner Woche. Dienstag, 5.30 Uhr am Frankfurter Flughafen. Was ist denn los? Da war ich doch gestern erst. Oder vorgestern? Vorgestern? Ich bin so oft da, ich vergesse es die ganze Zeit. Nee, die Denise habe ich hierher gebracht. Ja, Denise fliegt weg. Die hat Vorstellungsgespräche in London. Und ja, ich fahre zu daheim. Bin um 6.20 Uhr in der Arbeit. Ach Freunde, ey, ein Tag schon wieder, heute früh, ja, die nächste Flughafen gefahren. Bin natürlich danach nicht direkt heim, sondern ich habe gesehen, ey, die Sonne geht auf, habe mich hier aufs Feld gestellt und habe noch ein paar Bilder von den Blumen gemacht. Habe daraus dann direkt ein Tutorial gemacht, habe noch ein paar Sequenzen gedreht, habe dann direkt noch neue Tutorials aufgenommen, bin am Ende mit 4 YouTube-Tutorials rausgegangen, habe jetzt schon Newsletter geschrieben, habe jetzt schon Bannerbilder bearbeitet und also komplett eskaliert heute der Tag und wir haben gerade mal Mittag. Ey, richtig, richtig gut. Also, das Aufstehen heute früh, das hat dich rentiert. Oh. Mittagessen beim Dönermann. Fein, aber du bist auch richtig im Eimer danach. Vollgefressen ohne Ende, sodass du eigentlich in Foodkoma fällst. Jetzt hat mir der Chef was von seinem Powerdrink da abgegeben. Mal schauen, ob das geht. Ich wollte noch lesen, ich wollte noch ein Video fertig machen und ich wollte hier noch ein paar Bilder bearbeiten. Das muss auf jeden Fall noch durch heute. Pumpen wir uns das tolle Zeug mal rein. So auf dieses A muss jetzt eigentlich so ein Spezialeffekt, wo ich so das Leuchten anfange und solche Arme bekomme und so in die Luft schwebe irgendwie. Falls es die Spezialeffekte jetzt nicht hergeben und ich krieg's in der Bearbeitung nicht hin, weißt du jetzt zumindest, was du dir vorzustellen hast. Schönen guten Morgen. Der heutige Tag beginnt direkt mit einer wohltätigen Aktion. Ich habe mal wieder hier ein paar Dogmas, für die ich übrigens schon seit längerem Autor bin, verlost auf meiner Instagram-Seite. Und die gehen heute alle in die Post. Da dürfen sich ein paar Leute über ein paar coole Zeitschriften freuen. Einiges drin. Natürlich auch wieder, mal schauen, ob ich es gleich finde, von mir ein Artikel zum Thema Farblooks. Habe ich schon. Ja. Ein cooler Kunstlichtlook und ein cooler Sommerlook. Wer jetzt nicht gewonnen hat, kauft euch das Ding. Beste Zeitschrift. So. Das war's für heute. So lange war ich schon lange nicht mehr in der Arbeit, das ist kurz vor 12, noch ganz viel Zeugs gemacht, war irgendwie voll drin im Modus. Jetzt fallen mir fast die Augen zu, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde heimfahren und dann bin ich morgen frisch wieder da. So geht's, aber ja, von nichts kommt nichts. Gute Nacht. Und schon ist wieder Freitag. Ich habe meinen freien Tag, die Woche ist vorbei, gestern nochmal richtig reingehasselt. Neues Videotraining vorgeplant und so weiter. Und heute habe ich eigentlich frei, aber Denise ist ja noch bis morgen Abend weg. Jetzt muss ich mich hier um den Kollegen hier kümmern. Einen kleinen Kacker. Und das hier ist übrigens was, was alle Hundebesitzer nutzen sollten. Ja? Ich habe immer hier so Tüten an der Leine dabei, dass falls der doch mal irgendwo hinhauft, dass ich die Scheiße wegräumen kann. Es ist ultra ekelhaft. Ich finde es auch ultra ekelhaft, aber wenn ich irgendwo mal einen Hundebesitzer sehe, der gerade wenn so eine Station irgendwo in der Nähe ist, das nicht wegmacht. Die Denise muss ich auch immer zusammenscheißen. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen, die Denise wäre auch jemand, die da ab und zu mal weiterläuft. Das zeige ich jetzt nicht, bevor ich das Video hochstelle, aber es ist so. Da gibt es immer Ärger, ey, weil das geht gar nicht. Wenn ich so ein Vieh habe, dann muss ich auch
Zeug. Ja, Feed, dafür geht es auch nicht. Oh, das muss ich jetzt auspiepen. Komm, wenn ich ganz nur Hundeliebhaber und sage, kriege ein schlechtes Bild von mir. Nein, ich mag dann ja. Aber der kackt halt. Und ich. Ist halt ekelhaft, wenn ich das anfassen muss. Naja. Okay, aber das wollte ich bloß mal gesagt haben. Wenn ihr einen Hund habt, räumt die Scheiße weg. Ganz easy. Das muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Leute, wer schüttet denn hier Hundefutter in die Wiese und wirft da Essen hin? Das ist ein Park. Macht doch sowas bitte nicht. Man will ja keinem was Böses unterstellen, aber keiner kann seinen Hund fressen lassen, weil jeder Angst hat, dass da irgendwelche Rasierklingen, Giftköder oder sonst was drin ist, weil es halt lauter kranke Menschen auf der Welt gibt. Macht es bitte nicht, weil jeder hat irgendwie Stress, wenn sein Hund irgendwas frisst und kriegt dann einen Herzinfarkt, weil er Angst hat, dass der irgendeine Scheiße gefressen hat. Also Leute, bitte nicht irgendwo Essen hin, Hundeessen hinschütten, auch wenn das vielleicht gut meint. Ganz falscher Weg, ja. Nur nochmal hier die Info an alle. Ja, fuck you. Mein Mädchen ist wieder da und hat Frühstück mitgebracht. Weil du denn einkaufen warst. Ich liebe sie so. Da. Wir können zusammen frühstücken und der hat einfach nichts eingekauft. Geh rein. So, Brötchen sind da. Das war's mit der Woche. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, irgendwo abonnieren, liken und so weiter. Und dann ziehen wir uns. So. Jetzt macht ihr meine Abmoderation kaputt. Oh, wir sehen ganz schlimm aus. Wolltest du auch noch was sagen? Tschö, bitte. Bis nächste Woche. Was willst du nachts auch noch? Ja, Freunde, ich bin jetzt hier gerade am Schneiden von dem Wochenvideo und ich bin irgendwie überhaupt nicht happy. Die Qualität von dieser Kamera ist... Nee, ich komme damit nicht klar. Der Ton rauscht, ist schlecht, das Bild ist nicht scharf, es ist immer dunkel, flach irgendwie. Also ich werde nächste Woche auf jeden Fall nur noch mit dem Handy filmen. Und außerdem habe ich hier hunderte Hosentaschensequenzen. Da ist ein Film nach dem anderen, ich habe schon etliche hier gelöscht, wo einfach nur mal die Hosentasche von innen gefilmt wird. Man sieht es blinken, keine Angst, da ruft jetzt kein Ei oder Schnitzelwurz raus. Es ist nur eine Hosentasche. Aber ey, das kann doch nicht sein. Schau, das sind 100.000 Sequenzen. Da kommt nochmal eine, da rumpelt es ein bisschen, irgendwo sieht man dann mal so ein Päckchen Kaugummis. Also, und es ist halt nicht nur so, dass es eine ist. Also das ist auf jeden Fall ein No-Go. Schau euch das mal an. Das machen wir nimmer. Und schwenken dafür voll aufs Handy. Da ist zwar der Weitwinkel nicht so krass und der Ton ist manchmal, wenn Wind geht, nicht so gut. Aber hey, das habe ich immer dabei, das geht nicht automatisch an. Und die Bildqualität ist richtig gut. Schau mal, wie scharf mein Auge ist.